Hallo und guten Morgen zu einem neuen Video von forexhome.de. Das ist das Forex Morning Statement, der Forex-Marktausblick für den Tag. Ja, was erwartet uns heute, beziehungsweise was erlebten wir in der Nacht? Um 2:45 Uhr wurde der Techin-Dienstleistungseinkaufsmanager-Index aus China präsentiert. Dieser fiel schlechter aus als erwartet und hat dementsprechend natürlich für einen Kursrutsch in den Futures gesorgt. Wir können uns das mal hier im DAX anschauen. In der Nacht hier im DAX Future in der Nacht ab 2 Uhr ging es hier rasant bergab in Richtung, was hatten wir hier, 10.180 Punkte, und jetzt erholt sich der Kurs ein wenig. Das Problem an der Sache ist nicht nur, dass diese Prognose verfehlt wurde, sondern dass auch die vorherigen Zahlen deutlich unterschritten wurden, und diese Punkte standen sich langsam aber sicher wieder der 50-Punkte-Marke. Wieder der 50-Punkte-Marke nähert, und sobald die 50-Punkte-Marke unterschritten ist und insbesondere auch die 50-Punkte-Marke an sich gelten als sehr, sehr wackeliges Terrain und vor allen Dingen als negativer Ausblick für die Wirtschaft. Gut, DAX schauen wir uns aber gleich nochmal im Sinne der Charttechnik und der fundamentalen Analyse nochmal im Detail an. Ab 9:15 Uhr geht es heute los mit den ganzen Einkaufsmanager-Indizes aus Spanien, Italien, Frankreich und Deutschland, sowie als auch aus der gesamten Eurozone um 10 und 10:30 Uhr aus Großbritannien. Das sind alles Zahlen natürlich mit einer gewissen Relevanz, dennoch nicht unbedingt für die großen Moves zuständig, würde ich mal sagen, oder beziehungsweise gut, das Ganze wird erst. Das spannend ab 14:15 Uhr mit den ADP-Zahlen aus den USA. Quasi am Freitag erhalten wir die Non-Farm Payrolls, die staatlichen. Die staatlichen Zahlen bezüglich des Arbeitsmarktes und die ADP. ADP ist eine der größten Personalfirmen der Welt und deshalb hier der Privatsektor aus den USA. Meiner Meinung nach die ehrlicheren Zahlen. Aber ja, leider wird immer am meisten auf die NFP-Zahlen geachtet. Dennoch wird es hier sicherlich große Ausschläge geben im Zuge dieser ADP-Veröffentlichung, und da bin ich mal gespannt, in welche Richtung das hier verläuft. Eine Viertelstunde später, 14:30 Uhr, die Handelsbilanz aus den USA, auch sehr relevant. Und dann geht es 15:45 Uhr weiter mit dem zusammengesetzten PMI-Market, mit dem Einkaufsmanager-Index aus den USA, den Werksaufträgen, dem ISM, die also Dienstleistungsindex, also US-Dollar, heute definitiv im Fokus. Und dann 20 Uhr, wie könnte es anders sein, das FOMC-Sitzungsprotokoll. Also wer hier die Aktienindizes tradet, und zwar zu normalen, ich anführungsstrichen normalen Börsenschlusskursen oder beziehungsweise zum normalen Börsenschluss und Eröffnung, der sollte hier ein bisschen vorsichtig sein. Wir haben diese Woche wirklich massenhaft Gap-Gefahr. Also auch für alle anderen, die etwaige CFDs traden, die eben ein gewisses Gap-Risiko darstellen durch die verschiedenen Öffnungs- und Schließzeiten. Diese Woche gekennzeichnet durch chinesische Daten und den US-Dollar, und das könnte eben insbesondere jetzt zu späten Zeiten, 20 Uhr in der Nacht, zu relativ starken Bewegungen führen. Gut, gehen wir in den Chart hinein. Ich erwähnte es bereits, der DAX in der Nacht sehr, sehr stark nachgegeben. Wir schauen uns das mal das Bild von gestern Abend noch an, beziehungsweise kurz vor Schluss. Das war ja die 21-Uhr-Kerze, und danach ist er in der Nacht weiter abgerutscht auf ca. 10.180 Punkte. Das heißt, dieses Tief vom 5.1. um 11 Uhr wurde getestet, und in diesem Sinne natürlich auch dieser, ja, nennen wir uns einfach mal abwärts gerichtete Trendkanal. Das Ganze hat jetzt für uns direkt noch keine Bedeutung, denn ja, wir haben es noch nicht gesehen. Bei uns ist es quasi nicht stattgefunden, und deshalb konnte auch keiner auf solche Bewegungen reagieren. Das heißt, es ist anzunehmen, der Kurs bewegt sich ja momentan an die 10.240 Punkte herum. Der testet wahrscheinlich gerade diesen Bereich hier, diese untere Range-Begrenzung, wenn man dieses Gebild hier so nennen mag. Und es ist davon auszugehen, dass der Kurs wahrscheinlich noch einmal herunterrutscht an diese untere Trendkanalbegrenzung, wenn es sich denn um einen aufwärtsgerichteten Trendkanal handelt. Und dann bin ich sehr, sehr gespannt, ob es hier zu einer Stabilisierung kommt an dieser Trendlinie und der Kurs erwartungsgemäß hier durchschießt in die bullische Richtung und dementsprechend auch diesen Trendkanal durchbricht, oder ob dieser Trendkanal eben hinfällig ist und der Kurs hier einfach weiter absackt, auf der Short-Seite definitiv weiter die 10.100, 10.000, 9.900 Punkte Marke im Fokus,
Und ja, daran sollte man sich dann orientieren, wenn man das Ganze hier weiter short traden möchte. Aber mir würde es ganz gut in den Kram passen, beziehungsweise ergibt es auch durchaus Sinn, wenn der Kurs jetzt im Laufe des Tages noch einmal hier runterkommt, an diesen, vielleicht auch im Laufe des Vormittags herunterkommt, an diese untere Trendkanalbegrenzung und diesen Test auch besteht, beziehungsweise dann stark steigen kann. Denn dann würde sich dieser kleine Ausbruch hier als bearischer Fehlausbruch definieren lassen und der Kurs sollte dann recht zügig in Richtung Gap Close marschieren. Das ist natürlich eine ganze Strecke, die er hier abarbeiten muss, aber wenn wir uns das hier mal im H1 anschauen, werden schon die EMAs Stück für Stück abgearbeitet bzw. nach oben hin durchbrochen. Und ja, es würde mich nicht sonderlich überraschen, wenn wir heute im Laufe des Tages die ersten großen Moves sehen, vielleicht auch im Sinne der ADP oder im Zuge der ADP-Zahlen vielleicht bis zur 10.400-Punkte-Marke, 10.417-Punkte-Marke, das ist ein wichtiger Widerstandsbereich, den es erst einmal zu überwinden gilt, aber wenn wir, selbst wenn wir diesen erreichen würden, wären wir eben schon aus diesem abwärts gerichteten Trendkanal heraus und das wäre definitiv schon einmal ein gutes Zeichen und dann könnte man warten, okay, kommt es hier zu einem soliden Retest dieses Trendkanals und kann man sich dementsprechend hier positionieren und dann kann man das Ganze hier auf Gap Close traden. Ja, dennoch muss man natürlich sagen, der DAX, der Deutsche Leitindex, aktuell sehr, sehr angeschlagen. Also wenn wir uns das mal im Daily Chart anschauen hier, dieses Gap nicht annähernd geschlossen. Das einzig Positive ist, dass dieses Ausbruchstief bzw. diese Tageskerze vom Montag nicht unterboten werden konnte, zumindest nicht nachhaltig mit einem Tagesschlusskurs. Was vermuten lässt, dass es vielleicht doch genügend Bullen gibt, die sich aktuell dazu motivieren lassen, das Ganze hier heraufzutraden, vielleicht im Rahmen eines erneuten Tests oder eines internen Tests dieser abwärts gerichteten Trendlinie irgendwo ja, zum Zwecke dieses Gap Close. Aber da müsste eben heute ganz schön Gas geben. Ob das wirklich an einem Tag passiert, ist fraglich. Vielleicht eher im Laufe der Woche, beziehungsweise dann im Zuge der NFP-Zahlen auch am Freitag. Also da können wir gespannt sein. Auf der Short-Seite, wie gesagt, ja, gibt es definitiv auch sehr viel Potenzial und das bedeutet natürlich, dass man sich hier nicht zu sehr auf seinen bullischen Positionen ausruhen sollte und hier definitiv daran denken sollte, dass es hier auch in die andere Richtung laufen kann und entsprechend auch die entsprechenden Maßnahmen getroffen werden müssten. Ja, wir können uns auch mal die Pivot Points von gestern anschauen. Das ist interessiert es erstmal nicht, wo die Daily Pivot Points sind, sondern wo die Monats-Pivot Points sind. Also der Kurs kämpft aktuell oder ja, kämpft aktuell mit dem Weekly S3 und konnte diesen auch gestern wieder nicht unterbieten. Und das ist sehr, sehr interessant, denn wir befinden uns ja schon jenseits von Gut und Böse, was die Pivot Points angeht. Und kann der Wochenschlusskurs oberhalb oder bleibt der Wochenschlusskurs oberhalb dieses Weekly S3, besteht eine sehr, sehr gute Chance, dass der Kurs eben weiter steigen kann, wenigstens dann in der nächsten Woche, um dann diese abwärts gerichtete Trendlinie hier im Weekly Chart noch einmal von innen her zu testen, diesen bullischen Fehlausbruch zu bestätigen und damit dieses Gap zu schließen. Und dann kann es weiter bergab gehen, die Ziele dann ganz klar hier beim Monats S1 zu finden, beziehungsweise Monats S2, Monats S3. Also ich rechne damit, dass es zu sehr, sehr starken Kursrücksetzern kommt im DAX und dass wir letztendlich auch den erwarteten Bruch dieses aufwärtsgerichteten Trendkanals sehen und damit auch den Bruch des Wochen 237 EMAs. Alles natürlich im Rahmen eines Auf und Ab, ja, eines sehr, sehr holprigen Weges. Aber wenn wir uns eben an die wichtigen Zonen halten und daran orientieren, zumindest mal ansatzweise einen gewissen Plan haben, was viele aktuell wahrscheinlich nicht haben in den Aktienindizes, dann sollte das durchaus von Vorteil sein. Ja, das Gold könnte heute nochmal dafür sorgen, dass der DAX eben nochmal ein Stück herunterkommt. Warum? Moment. Weil wir eben hier an dieser Stelle den heutigen Daily A2 zum Beispiel, beziehungsweise den Daily 50er, 55er EMA noch nicht erreicht haben. Und das ist noch hier so ein Widerstand, den das Gold gerne nochmal erreichen darf, bevor wir eben dieses kleine Gap, was sich zum Wochenstart gebildet hat, schließen. Ja, der Goldkurs müsste ja ebenfalls hier sehr, sehr stark in die Tiefe sacken. Wenn das passiert, der Euro gleichzeitig sehr, sehr stark nachgibt, können wir davon ausgehen, dass der DAX eben sein Gap hier oben schließt und aus diesem abwärtsgerichteten Trendkanal ausbricht. Aber dafür muss das Gold erst nochmal hoch, dann wieder runter. So sollte es eben passieren. Das muss man natürlich beachten, dass Gold vorwiegend auf die Reaktion der Indizes reagiert, beziehungsweise auf den US-Dollar-Index. Also darf man nicht verwechseln und hier auf irgendwelche Bewegungen warten, die dann in den Indizes was auslösen sollen. Das ist eher
andersrum. Und zum Abschluss noch der Euro-US-Dollar, wie erwartet aus der gestern aus dieser Range ausgebrochen. Jetzt warte ich auf einen Retest dieses Bereichs. Ob das nun am Vormittag passieren wird, werden wir abwarten. Aber auch hier, wenn der Euro-US-Dollar hier hochkommt und diesen ehemaligen Unterstützungsbereich bei ca. 1,80 testet, dann ist davon auszugehen, dass der DAX wahrscheinlich in der Zwischenzeit noch einmal in die Tiefe sackt, beziehungsweise diesen abwärts gerichteten Trendkanal testet. Da können wir sehr, sehr gespannt drauf sein. Für den Euro-US-Dollar erwarte ich mir deutliche Kursrücksetzer, und zwar bis in den Bereich der 1,055 herunter. Das wäre so dieses Short-Kursziel, was sich ergeben sollte, und damit ungefähr ein ja, in der Ausdehnung ein Kursziel von ca. 270 Pip. Und dann werden wir sehen, wie es hier weitergeht. Also auf Spike-Basis durchaus denkbar. Die 1,050, 1,04, 5,50, das sind die bisherigen Jahrestiefs aus 2015. Aber solange wir eben keinen Wochen- oder Monatsschlusskurs unterhalb dieses Bereichs sehen, solange ist der Euro-US-Dollar eher wieder auf Erholung gepolt und die aktuelle Short-Tendenz lediglich als kleiner Ausrutscher zu werten, kann man so sagen. Gut, in diesem Sinne wünsche ich wie immer einen guten Start in den neuen Handelstag, verabschiede mich bis zum nächsten Video und sage Tschüss.